Nachdem ihr die anderen Ausbildungsberufe kennengelernt habt, stellen wir euch jetzt den Elektroniker für Betriebstechnik vor. Hallo, ich bin der Jonas. Ich bin im ersten Lehrjahr und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Hallo, ich bin der Julian und im dritten Ausbildungsjahr und mache die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Zu meinen Aufgaben gehört die Gebäudeautomatisierung mithilfe von KNX, Schaltschränke bauen, verdrahten und prüfen sowie SPS-Programmierung. Zu meinen Aufgaben gehört es, mit Kollegen auf Wartung und auf Reparatur zu gehen. Ich befasse mich mit den Grundkenntnissen und habe meine erste Schaltung aufgebaut. Unter anderem befestigte ich meine ersten Betriebsmittel und habe diese richtig angeschlossen. Meine Ausbildung geht 3,5 Jahre lang, wobei man nach 1,5 Jahren eine Zwischenprüfung hat, bei der man eine Maschine auf einem Gestell simuliert, wie hier zum Beispiel. Und am Ende der Ausbildung, nach 3,5 Jahren, hat man noch eine Abschlussprüfung, bei der ich einen betrieblichen Auftrag absolvieren werde. Ich mache wie alle anderen Elektroniker einen Metallgrundkurs. Und falls ihr mehr wissen wollt, dann schaut gerne auf der Seite von unserem Biker nach.